Hi, ich bin Sarah Nuru und ihr seht mich jetzt im Interview bei Stugi TV. Viel Spaß damit! So, bei mir ist jetzt Sarah Nuru. Hallo erstmal, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja. Meine erste Frage ist direkt an dich. Du hast ja vielleicht mitbekommen, hier in Metzingen, große Shopping-Center, überall die Läden. Warst du denn heute schon shoppen oder hattest du überhaupt die Gelegenheit hier? Nein, leider nicht und ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe morgen zum Glück ein bisschen Zeit und dann kann ich ein bisschen einkaufen, durch die Läden schlendern und einfach mal gucken, was mir so gefällt. Okay, also du bist auch so die gerne shoppen geht? Eigentlich nicht. Um ehrlich zu sein, also denken sich alle, was? Gott. Nee, aber ich finde immer so ein bisschen anstrengend. Also ich freue mich dann am Ende immer, wenn ich dann was habe, aber dieser Prozess an sich, weil ich finde es immer so schwierig. Ich mag es nicht, wenn Läden überfüllt sind und ganz viele Sachen sind, weil ich mag es, wenn es überschaulich ist und ich einfach mit so einem Blick ja einfach mal so durchscannen kann und zack rausnehmen kann. Und am liebsten würde ich es auch nicht anprobieren, weil ich hasse es dann ausziehen, anziehen und die Spiegel in den ganzen Läden sind nicht immer sehr vorteilhaft, das ist immer so ein bisschen gemein. Geht mir genauso, ja. Gell? Du, ja, aber ich freue mich dann immer auf das Endergebnis, dann, dass ich dann was habe. Also das Akt des Shoppens nicht, aber das Ergebnis mag ich. Okay, schön. Meine nächste Frage ist, ich habe hier schon mitbekommen, es gibt immer so schönes Catering bei so Festen und als Model nehme ich mal an, es ist relativ schwer, auf die Ernährung zu achten. Wie läuft es denn bei dir, wenn du jetzt hier so gutes Catering hast? Isst du da einfach auch fröhlich davon oder achtest du auch wirklich auf deine Ernährung? Also mittlerweile kann ich stolz sagen, dass ich darauf achte. Ich habe das ehrlich gesagt davon nie gemacht, weil ich mir dachte so, nee, wird schon nicht, passt schon alles. Aber ich mache jetzt mittlerweile auch viel Sport und achte schon drauf, was ich esse. Also hier hinten, also vor allem, das ist eine Täuschung, nicht immer gibt es gutes Catering. Ja? Also ich mag, lieber koche ich selber, weil das schmeckt mir dann immer meistens am besten. Aber hier gibt es echt leckere Sachen. Ich habe schon gesehen, neben dem Crepe-Stand. Und ich freue mich so sehr, gleich dort, wenn ich fertig bin mit den ganzen Interviews, Crepe zu essen mit Nutella. Und ja, am liebsten so 1:1 so eine Schicht, ja, und darauf freue ich mich. Und dann denke ich mir so, man darf sich ja nicht immer kasteien, ja, also ab und zu ist es schon erlaubt. Und dann mache ich einfach ein bisschen mehr Sport und von daher alles gut. Nutella mit Crepe, auch mein Lieblingscrepe, muss ich dazu sagen. Ich mag es mit Kokosflocken noch. Oder, mal probieren, ich bin echt gut. Oder einfach noch mit schönen Bananenscheiben drauf, auch lecker. Okay, gut, heute ja Fashion and Music in Metzingen. Was sind denn deine aktuellen Projekte, was machst du sonst so außerhalb, außer jetzt hier über den Laufsteg zu laufen? Also ganz normal, wie soll ich sagen, daily Jobs, also auf Castings gehen, Go-Sees. Ich bin jetzt viel in Hamburg, meine Modelagentur sitzt dort und dann pendel ich immer zwischen Hamburg und München und ja, habe dann so Katalogjobs und ab September, August ist immer ein bisschen ruhiger, was ganz gut ist, weil es dann auch so heiß ist und dann kann man so ein bisschen entspannen, runterkommen und ab September fängt dann wieder die Fashion Weeks an und dann werde ich in New York sein, zu dem Zeitpunkt, ja. Würde ich auch gern mal hin. Musst du unbedingt hin, kann ich nur empfehlen. Kannst du empfehlen, echt? Ja. Was ist dein Lieblingsplatz in New York? Also ich habe jetzt für mehrere Wochen gewohnt und da fand ich Lower East Side ganz cool. Das ist so ein bisschen grunchig und die Insider sagen auch less, so Lower East Side. Ja, es ist echt cool. Also ich mag jetzt nicht so dieses Times Square und so, ist ganz schön, kann man mal so Tagesausflug machen, aber so eher so die Seiten, so kleine Cafés. Ich liebe es einfach so da zu sitzen, Leute beobachten und also ich kann Lower East Side empfehlen. Dann, was gibt's noch? Brooklyn mag ich auch sehr gerne. Finde ich echt schön und Williamsburg und ja, also ich kann dir mal ein paar Sachen mal später aufschreiben. Also okay, sehr gerne, ja. Also wie ihr schon gehört habt, Sarah ist sehr gerne in New York, also sie hat euch ja gerade ein paar Tipps gegeben. Wenn ihr also Lust habt und mal nach New York fahrt, geht auf jeden Fall zu den Stellen, die Sarah mir gerade genannt hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir fürs Interview, dass du dir kurz Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag hier. Danke, ich dir auch.